Seit heute, dem 1.12., sehe ich so viele Kommentare. Ey, Fair, gibt es überhaupt noch dieses Jahr ein Winterfest? Bekommen wir eine Winterlobby? Wie sieht's aus mit den Gratis-Geschenken, Gratis-Skins? Ich versuche euch das Ganze jetzt hier so gut wie es geht zu erklären. Gerne im Shop CC FairUSYT eingeben. Kuss geht an der Stelle raus an alle, die mich hier immer supporten. Sehr, sehr ehrenhaft. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Denn, ja, Winterfest steht bald vor der Tür. Es fehlt nicht mehr viel, dann bekommen wir höchstwahrscheinlich, geht mal davon aus, dass wir wieder so eine ähnliche Lobby bekommen werden. Eventuell ein bisschen umgestaltet, anderes Design logischerweise, andere Funktionen eventuell, das wissen wir nicht. Aber das Prinzip, denke ich jetzt mal, wird das gleiche sein. Wir werden dann 14 Tage lang jeden Tag ein Geschenk uns öffnen können, was sehr, sehr nice sein wird. Ich denke mal auch, es werden wieder 2 Gratis-Skins dabei sein und wir werden uns mal anschauen, welche Gratis-Skins es theoretisch sein könnten. Das war letztes Jahr oder wann war das? Es war, oha, es ist schon ein bisschen länger her, das war 2019. Aber die große Frage ist doch, wann startet Winterfest dieses Jahr? Wir müssen erstmal das Live-Event überstehen, dann die Downtime überstehen und dann erstmal das Update laden, Chapter 4 anzocken und dann in Chapter 4 bekommen wir das Winterfest. Geht nicht davon aus, dass wir das Winterfest sofort bekommen, nachdem wir das Update geladen haben. Schätze ich mal nicht, weil letztes Jahr hat das Ganze am 16.12. gestartet, das Winterfest, wo wir jeden Tag 14 Tage lang uns gratis Geschenke öffnen konnten. Und das war sehr, sehr wild. Also letztes Jahr, 16.12., geht mal davon aus, dass es dieses Jahr wieder am 16., 15., 14., wie auch immer sein wird. Aber roundabout um die Zeit wird es, denke ich, mal starten. Also in ungefähr 2 Wochen könnt ihr mal mit dem Winterfest rechnen, wo wir dann uns die Gratis-Dinge freischalten können. Und jetzt kommen wir mal dazu, was ich denke, was wir dieses Jahr für Gratis-Skins bekommen werden. Ob es dieses Jahr wieder 2 sein werden, gar kein Plan. Ich schätze mal schon. Ich schätze mal 2 mindestens. Wäre cool natürlich, wenn wir mehr als 2 bekommen. Also das ist hier ein großer, großer Kandidat dafür. Oder? Ich meine, so einen ähnlichen Skin gab es schon mal gratis fürs Winterfest. Und das hier als Weihnachtsfluff wäre doch cool, wenn es gratis wäre. Würde perfekt passen zum Weihnachtsbaum, der eh immer in der Winterlobby steht. Das wäre der perfekte Gratis-Skin. Dann gibt es hier 2 weitere Skins, die bis jetzt noch nie rausgekommen sind und die sehr, sehr weihnachtlich aussehen. Einmal Ariel Assault Trooper in der Weihnachtsvariante, so in der Nussknacker, na Lebkuchen-Variante. Qualität ist mega schlecht, weil das Bild einfach gefühlt so riesig ist. Ich musste da sehr, sehr nah ranzoomen. Oder so ein Fischnussknacker. Also die 3 sind für mich sehr, sehr große Kandidaten, dass die gratis dieses Jahr Winterfest in der Winterfest-Lobby zum Freischalten sein werden. Ich bin gespannt, welche Skins davon würdet ihr gerne sehen. Den hier oder Nussknacker Fischi oder Lebkuchen Ariel Assault Trooper. Gerne mal kommentieren. Einfach abwarten auf das Winterfest. Es wird definitiv dieses Jahr noch beginnen. Ansonsten im Shop gerne mein CC benutzen. Kuss geht an der Stelle raus.